Huch, das ist ja crazy. Okay, ist das jetzt schon wieder so ein Trick oder ist das? Ich bin auf jeden Fall beeindruckt und habe auch ein bisschen Schiss jetzt. So, 2-2 steht's. Ja, das war unbefriedigend auf jeden Fall. So, will er es nochmal sehen? Will er es echt nochmal sehen? Er will es nochmal sehen. Will er es wirklich nochmal sehen, die Variante? Nee, jetzt doch was anderes. Springer BD2, okay. Ja, ich glaube, hier schlägt man auch einfach weg. D5. Springer E7. Aber die Variante ist auch ziemlich harmlos, wenn mich nicht alles täuscht. Naja, mal sehen. Ich glaube, Springer schlägt D2 kann man hier machen. Ja, aber das ist sehr harmlos. D5 sollte am einfachsten sein. Okay, Dame schlägt D5, D6. Was? Huch. Das ist ja crazy. Okay, ist das jetzt schon wieder so ein Trick oder ist es? Ich bin auf jeden Fall beeindruckt und habe auch ein bisschen Schiss jetzt. Crazy, okay. Okay. Wenn ich mit dem König schlage, werde ich dann matt gesetzt? Was kommt dann? Dame G5 Schach? Dame G5 Schach, sehr lästig, ja? Naja, vielleicht geht's noch. Vielleicht geht es noch von der Lästigkeit her, aber ist schon sehr gefährlich. Dame schlägt E7, Turm E1. Wenn ich mit meinem König noch wegkommen könnte, dann das wäre schön. Aber schaffe ich nicht. Ich glaube, ich muss König schlägt E7 probieren, weil das andere sieht nicht gut aus. Das andere sieht nicht so gut aus. Okay. F6. Und dann rennen wir. Wir rennen. Wir rennen. Moin Katzenrosi. Käsetortellini gab es heute. Na, Mensch. Ach so, Dame geht Reiter auch. Wow. Ich habe Angst. Mein König allein auf weiter Flur. Wow. Okay, ich glaube, ich muss zurück. Ich kann noch nach E6, aber das. Okay, ziehen wir erstmal nach E7. So, wiederholt er jetzt? Dann kann ich überlegen, ob ich nach E6 gehe, ob ich mir wirklich die volle Kante gebe. Obwohl das nach fast Selbstmord aussieht. Wollen wir uns die Kante geben mit König E6? Aber ein Gewinnversuch kann das wohl kaum sein, oder? Obwohl, wer weiß. Wer weiß. Okay, gut. Die Frage hat sich jetzt eh erübrigt. Springer D4 spielt er voller Zuversicht und Freude. Den Turm könnte ich ins Spiel bringen, Turm E8. Ich kann auch versuchen, hier mich zu evakuieren. Dann kommt der, D6, Springer B5.
Sieht auch nicht so dumm aus, um ehrlich zu sein. Ah, König C7, Springer E6. Aufgepasst, aufgepasst. Okay. Das bedeutet, Turm E8 gefällt mir irgendwie. Turm E8 gefällt mir irgendwie. Auch nach Dame G3 habe ich Turm E5 eventuell. Ja, komm. Ich weiß nicht, was ich sonst tun soll. Von daher spielen wir Turm E8. Heiße Kiste, heiße Kirsche hier. Heiße Kirsche. König auf D6, Turm weniger und zwei Figuren nicht im Spiel. Was meint ihr? Können wir das retten? Können wir hier diese Kategorie vielleicht für uns entscheiden sogar? Turm D1 jetzt. König C7. Oh, ich habe schon große Angst. Aber ich habe auch hier immer dieses Grundreimat. Das ist auf jeden Fall hilfreich. Aber ich habe trotzdem sehr große Angst. Turm D1, König C7, Springer B5, König B8. Ja, Springer D6. Also ich meine, er steht dann da, aber okay. Soweit, so gut. Turm D1, kann ich noch was Schlaueres machen? Nee, nicht so wirklich. Die Katze muss noch in den Stall. Ja, die Katze muss erstmal gefangen werden. Hier ist die Katze noch nicht. Die Katze ist noch auf freier Wildbahn auf jeden Fall. Der König steht irgendwie seltsam. Ja, das kann man so sagen. Kann man so sagen. Ja, König C7 ging eben nicht wegen Springer E6. Das war das grundlegende Problem an der Geschichte. Dame G3 macht er jetzt. Okay, da wollte ich ja Turm E5 spielen. Warum denn nicht? Why not? Okay, er kann natürlich Springer F3 machen. Aber ist auch ein bisschen langsam. So, Draw the Knight schickt einen Raid von 40 Leuten. Vielen lieben Dank, Martin. Grüße gehen raus, mein Lieber. Ich hoffe, es geht dir gut. Danke dir für den Raid. So, Turm D1. Okay, und jetzt König evakuieren. König C7 kommt da wieder Springer E6, aber dann kann ich schlagen. Und dann Dame C3. Wow, Springer E6, Dame C3. Und deckt sogar, oh meine Güte, deckt sogar das Grundreinmatt. Damn. Damn. Das ist natürlich hart. Das ist hart. Also König E7. Droht denn jetzt eigentlich? Was droht? Was ist. Dame E8 ist auch wirklich ein. Ah, Dame A3 kommt auch irgendwie. Ich bin sehr versucht, Dame E8 zu spielen. Bitte lass es funktionieren. Dame E8. Voller Zuversicht. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, Gott. Ich habe große Angst. Ich meine, das ist die Partie um die Kategorie. Wer die Partie gewinnt, der gewinnt die Kategorie. Und wir wissen alle, es kommt noch Bullet. Das heißt, wenn ich das verliere, ist schon fast vorbei. Okay. Jetzt macht er F4. Okay, Turm E4. Ah, und jetzt macht er den, ja? Aber auch nicht so schlimm, oder?
Oder so macht er wahrscheinlich Springer B5. Springer B5 ist. Ah! Eieieiei. Nee, das war's, oder? Das ist GG. Noch Dame G6. Noch nicht GG. Noch nicht. Dame H5 hätte ich auch machen können. Naja. Dann hätte ich den Turm angegriffen. Oh, vielleicht Dame H5. Zu spät. Zu spät. Dame A3. Er will wirklich, er will den ganzen Kuchen haben. Er will den ganzen Kuchen haben. Oh je, ich glaube, ich gebe ihm auch den ganzen Kuchen hier. Eieiei. Gebe ich ihm den ganzen Kuchen? Na, vielleicht nicht. F5? Ich habe keine Zeit. Und keine Stellung. Obwohl, Stellung habe ich vielleicht. Aber Zeit habe ich nicht. Warum bin ich denn so dumm? Ja, nicht die Dame, den Turm. Warum habe ich den Turm so dumm gestellt? Was ist denn das für ein komischer Zug? Mann, was mache ich denn hier? Oh Gott. Von allen guten Geistern verlassen, man kann es echt nicht anders sagen. Das war ein Trauerspiel auf ganzer Linie. Trauerspiel auf ganzer Linie, aber spannende Partie. Also Glückwunsch an Chess Hobbits. Oh Mann. Tatsache, Springer D5 darf man nicht machen, man muss kurz auch H spielen. Da bin ich in seine eine Falle reingelaufen hier. In seine eine Falle. Aber selbst das. Das ist natürlich sehr gefährlich. Springer D4. Turm E8 ist ein fetter Fehler, okay. Turm G8 soll ich spielen. Turm E5, Turm D1. Turm D1 ist auch verkehrt. Dame A3 ist plus minus. Dame E8. Okay, ich sollte jetzt das Dauerschach machen mit König E7. Ich dachte mir, das ist wahrscheinlich jetzt. Aber ich wollte mehr. Ich wollte mehr. Wobei Dame G7, ich muss König D6 wieder machen oder kann ich König E8 spielen? Ich muss sogar, ach, ich muss König D6 machen, das ist so seltsam. Dame E8, F4, Turm E4. So, König E7, das war gut verteidigt, jetzt richtig gut verteidigt. Dame H5, es geht gar nicht, ja, wegen Dame G7.
Dame F8, und ja, und Matthäus. So, Dame A3, König D8 war auch verkehrt. Turm E2, ich habe es überlegt, aber ich dachte irgendwie, ich werde matt gesetzt, aber ist gar nicht. Turm E2 ist GG. Ja, ich dachte, ich habe es nicht rechnen können. Springer schlägt C8. Aber selbst, kann ich König F7 sogar machen? Nee, König F7 geht nicht. Aber genau das habe ich hier nicht rechnen können. Ich dachte König D8, Dame F8. Ach, jetzt Turm E8 habe ich. Jetzt Turm E8. Ich dachte nur König C7, Turm C1. Aber jetzt Turm E8, Dame D6. Oh, es sieht aber auch echt hardcore aus, aber letztendlich ist es gewonnen für Schwarz. Okay, König D8 war verkehrt, F5, Dame H5 habe ich mit 0,2 Sekunden auf der Uhr gespielt. Turm C1, Turm E7, ja. Obwohl, hier habe ich gar nicht so viel. Turm E5, bester Zug. Tak, tak, tak. So, und jetzt verliere ich dieses. Oh Gott! Verliere ich dieses Damenspiel. Ich kann einfach den Bauern schlagen auf F5 und ich gebe wie ein Verrückter, gebe ich Schach auf F5. Ja, nicht gut. Einfach den Bauern schlagen. Wie ein Bekloppter. Einfach blind Schach gegeben. Blind Schach gegeben. Immer wieder Schach gegeben, bis ich irgendwann auf Verlust stand. Okay. Ja, das habe ich mir leider selber versaut. Selbst hier stand ich nochmal. Selbst hier hatte ich. Ach, Dame C4 kann ich spielen. Ja, okay, aber gut. Ja, okay. So. Dann müssen wir es versuchen zurückzuschlagen bei 3 plus 1. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann seid ihr hier immer up to date. Darüber hinaus, wenn ihr mich gerne unterstützen möchtet, schaut euch einmal die YouTube-Mitgliedschaft an. Alle Infos, alle Vorteile davon findet ihr, wenn ihr auf den Button klickt. Bis zum nächsten Mal.